Auch Eriksons Ausfall schmerzt natürlich. Aber man lernt damit eben auch umzugehen. Los geht's. München in Blau gewinnt das erste Bulli, spielt von rechts nach links. Selten, dass München überhaupt mal Zeit hat, was zu kreieren, Scheiben klar zu kontrollieren, weil immer wieder sofort ein Gegenspieler da die Keller ausfährt oder dranhängt. Jetzt vielleicht aber mal eine super Kombination und die funktioniert dann auch direkt. Führung München, 3 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Viertes Saisontor, aber Kastner macht's möglich. Der zieht da Richtung Tor. War es wirklich Hager? Nee, Hager ist da hinterm Tor. De Sousa ist der Torschütze, der die Kelle da unten rein. Lindner, wieder Ortega. Er hält die Scheibe lang, will den Pass, Rebound, Chance sehen und der Puck ist drin. München erhöht auf 2:0. Einfach so lang nachgesetzt, bis es dann doch funktioniert. Mitte des zweiten Drittels. Diesmal können sie nutzen. Ortega hält den Puck lang, spielt dann den Pass, der irgendwie abgefälscht dann zum Tor rumpelt. Und Ben Smith. Mareka. Max Abelshauser und der findet den Weg ins Tor. Abgefeuert von Abelshauser. Eder steht vor dem Tor und dürfte den entscheidend abgefälscht haben. Da geht es wieder nach vorn. Parks bedient Abelshauser. Und wir sehen Andi Eder, der jetzt da in Position fährt. Und ich weiß nicht, ob er da. Oh, und so tickten die letzten Sekunden runter. Red Bull München gewinnt mit 3:0 gegen die Schwenninger Wild Wings. Ein Arbeitssieg. Nicht schön, aber erfolgreich. Und Glückwunsch an Daniel Alavena zum ersten Karriere-Shutout. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.